Hintergrund lauert der Sturmgeschütz 3 und visiert gerade an. Es denkt wohl, in dem Tank wäre noch was drin. Dieser Schock hier ist, glaube ich, ein W43. Es ist ein W63, glaube ich. Und dieser Truck ist in echt sehr wichtig. Es ist ein Ami-Bring-Truck, also zum Sachen transportieren und bringen. Und den packe ich jetzt aus. Ah, hier. Er hat 6x6 Antrieb, eine Plane. Und einen Stand für das taktische Maschinengewehr. 50er MG. Man sagt auch MG-Kaliber 50. Guck mal, wie toll das Modell ist. Los, zu dem Maschinengewehr, schneller. Los, hoch, hoch. Okay, ich zieh. Zielen. Man kann die Plane abmachen, aber auch draufsetzen. Zum Kampfeinsatz. Er kann sogar die Klappe öffnen. Die Sachen müssen eingeladen werden. So, die Absperrung noch. Alles muss eingeladen werden. Es ist genug Platz in dem großen Laster. Panzersperre noch, aber sie würde sich in echt nicht bewegen lassen. Sie wurden ja nur irgendwo hingebaut, dass die Panzer nicht durchkamen. Aber wir spielen es jetzt mal so, dass man die Panzersperren stellt. Jetzt der ganze Konvoi. Der Jeep fährt als erstes. Das Amphibienfahrzeug am letzten. Das Sturmgeschütz 3 zielt den Konvoi an. Ich stelle euch heute noch die nächsten Modelle vor, aber für heute ist erstmal Schluss. Ich packe sie in der Zeit schon mal aus und danach stelle ich sie euch nochmal richtig vor mit Funktion. Aber den Truck kennt ihr ja schon, nur da sind glaube ich noch ein paar mehr Sachen dabei. Ja, müssten eigentlich. Und für heute war es das. Ich stelle euch nur noch die Modelle in der Schachtel vor und wie gesagt, das nächste Mal sieht ihr dann die richtigen Funktionen. Das ist der gleiche Laster. Wir haben zweimal dieselben LKWs, weil einer reicht natürlich nicht für alles drum und dran. Benzin, Strom, Waffenkisten und halt mehr Munition, alles drum und dran reicht ein Laster natürlich nicht. Und auch noch, wenn sie dann kaputt geschossen werden von anderen Panzern oder Maschinengewehren. Deshalb haben wir zwei von denen. Ich zeige es euch das nächste Mal. Der hier ist eigentlich derselbe, deshalb würde ich ihn euch aber auch nochmal zeigen. Weil vielleicht hat er sogar ein paar mehr Funktionen oder ein paar weniger. Kann ja sein. Was ich aber nicht glaube. So, das hier ist ein Halbkettenfahrzeug. Ein amerikanisches Halbkettenfahrzeug. Wie gesagt, ich packe es demnächst aus und ihr seht es dann geöffnet. Hier ist ganz schön viel dabei. Das weiß ich nicht wirklich, was das sein soll. Das ist wahrscheinlich ein Zelt. Das ist ein kleiner Plan oder was auch immer. Das hier sind Antennen. Das ist eine Maschinenpistole. Das weiß ich nicht. Das hier weiß ich auch nicht. Das sind wahrscheinlich einfach nur Kisten. Das ist auch nochmal ein kleines Maschinengewehr. Das ist eine Bazooka. Ein gefährlicher Panzerschütze. Und das hier sind Leute mit normalen Kanonen halt. Den bockte ich nicht an. Ich zeige ihn aber euch demnächst. Ich habe auch noch Pakete. Die werde ich dann auch noch öffnen. Das hier ist auch nochmal was ganz Cooles. Das ist dasselbe Halbkettenfahrzeug, nur mit einem Drehturm und das ist auch cool. Da ist das dabei, das sieht man ja. Und das ist auch cool.